So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate. Wir sind mitten in der mit der Sequenz 5, da sind wir ja mittendrin. Und das wollen wir natürlich heute auch ein bisschen fortführen. In der letzten Folge, glaube ich, haben wir den Typen geholt, der da uns verfolgt hat, die Mission mit den Scharfschützen und sowas. Und den haben wir ja für unser Team jetzt gewonnen. Beziehungsweise für unsere Crew jetzt gewonnen. Ja, gucken wir mal, wie es heute weitergeht. Aber heute noch ein paar Missionen machen müssen. Oder, wir waren heute mal Missionen. So. Wir suchen das Zugversteck, um die Attentatswelt anzusehen, das nächste Templerziel zu finden. Na, mal gucken, was wir überhaupt heute machen. Dauert nur jetzt einen kleinen Moment, da geht's los. So, da sind wir wieder in South Park. Gucken wir gerade, ob ich jetzt irgendwie Mission habe hier in der Nähe. Beziehungsweise, ob ich irgendwas in der Nähe habe an Mission. Überhaupt Mission. Sympathisanten, Matt Weinert. Ah, Level 5 sind wir noch nicht, das ist das Problem. Blitzschlag, Level 5. Wir sind Level 4, ja. Warte mal, ich guck gerade, oder sind wir 5? Ne, sind wir 4, sind wir, ne? Scheiße. Ich hab doch nur rumgestanden, ich hab noch nicht mal was gemacht. Halt ab mit mir. Geht schon wieder gut los hier, die Scheiße. Von Anfang an. Direkt. Ach was, lass mich in Ruhe. Ja, ich schau. So. Also, wir gehen mal überhaupt ins... Alt. Wir gehen mal zum Zug. Der steht momentan... Wo steht denn der überhaupt? Whitechapel haben wir ja schon erobert. Das war ja relativ früh erledigt. Aber wo steht unser Zug hin? Hier. Ist das hier der Zug? Lady mit der Lampe. Ich muss gerade gucken. Ich muss mich jetzt gerade echt orientieren, wo der... warte mal. So viele Missionen sind das hier. Spiel. Da bin ich. Hallo? Spiel? Zug? Da. Ja. Weil da können wir nämlich die Missionen machen. Ich muss auch jetzt gucken, wie es mit dem Leveln aussieht, ob wir jetzt tatsächlich schon auf 5 sind. Wenn wir auf 5 sind, können wir schon die erste Mission machen. Sonst müssen wir uns gleich mal durch und durcharbeiten. Und ich will vor allen Dingen auch mal auf unsere Wand gucken, ob wir da noch was haben. So, also. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade vergessen, die Zeit zu starten hier. Ich habe hier so eine Stoppuhr mitlaufen, aber ich weiß ungefähr, wie lange die Folgen gehen. Habe ich jetzt hier vergessen. Aber dauert jetzt gerade einen kleinen Moment. Wir müssen ja in die... Ja, wir müssen jetzt ja uns zum Zug erstmal porten hier. Da sind wir schon. So, gucken wir, was wir für Attentatswand auf der Attentatswand haben. Du hast Henry mit deinem Klavierspiel bezirzt, nicht wahr? Ah, Sequenz 5 ist aktiv. Ja gut, diese Sektion 4 haben wir ja gearbeitet, das war ja der Doktor. Und ich gucke jetzt gerade mal wegen dem... Warte mal, wir haben ja irgendwas eine Meldung bekommen von wegen Safe. Dass wir genug... Dass wir leider... In diesem Stock versprühst du so eine gewisse Lebensfreude. Ja. So. Ah, Nigel hatte es nicht anders verdient, empfohlen ist Level 3. Befreien Sie Nigel, um die belastende Weise zu zerstören. Dann machen wir... Nigel war gestern Abend dann machen wir das. Gang einen trinken. Es gab Stress mit Templern und sie töteten einen. Aber Nigel war zu betrunken, um zu fliehen. Jetzt wollen die Constables ihm den Mord anhängen. Ja, alles klar. Dann machen wir doch mal diese Mission hier. Bis wir noch ein bisschen gelevelt sind, weil wir die erst nächste Mission auf 5 machen können erst. Und deswegen warte ich einfach einen Moment ab. So, mit Nigel reden. Level 4 sind wir übrigens, by the way. So. Genau.
Ach, 800 Meter. Okay. 800 Meter, ja. Tschüss, Zug. Bis später. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal diese 800 Meter hier durchrannen. Durchlaufen, wie auch immer. Ich halte mich jetzt gerade mal auch ein bisschen aus der Umgebung hier raus. Yeah. Also beziehungsweise aus dem Feindesgebiet heraus. Klar, wir müssen die immer noch mal befreien. Müssen wir mal gucken, ob wir die immer noch dann machen. Ich arbeite mich jetzt gerade mal so ein bisschen über die Dächer, weil es ist am einfachsten für mich. Also kann man relativ schnell easy die gegen die große Distanz überbrücken, ohne groß entdeckt zu werden. So. Jetzt mal. So, einmal hier bei das Haus rüber. Ja, ich weiß, die landen jetzt voll im Feindesgebiet. Level 8. So, habe ich jetzt gerade mal ein bisschen orientiert. Nur, wie gesagt, ich möchte gerade kurz das, was jetzt mir im Weg natürlich und mir ziemlich bewusst hier im Weg steht, lasse ich jetzt gerade mal, nehme ich gerade mal mit noch schnell, aber ich kann jetzt natürlich nicht alles hier. Ich kann natürlich jetzt nicht alles nebenbei machen. Ich bin eigentlich nur unterwegs zu der Mission. So. Jetzt sind wir hier am Bahnhof. Ist das King's Cross? Also wir sind ja in London, das weiß ich. Aber ist das hier tatsächlich King's Cross? Und ja, übrigens auch aus dem Harry Potter Film, den Bahnhof gibt es tatsächlich wirklich. Aber ist das der Bahnhof? Kann das sein? Ich weiß es nämlich nicht. Frage, was passiert, wenn ich hier oben die... Warte mal, kann ich hier irgendwas machen gerade? Wenn hier schwimmt jetzt ein Adler um mich rum, aber die Frage, was hat er... Wie synchronisieren wir die Stadt? Das war einfach mal nochmal... Ach, das sind Aussichtspunkte für die Stadt zum Synchronisieren. Das machen wir doch mal gerade eben kurz. Dann habe ich das einfach kurz... Ja, damit ich einfach mal mehr Überblick habe in der Stadt. Wo bin denn da rein? Ach, da unten. Ja, das war eine gute Idee, weiß ich nicht gerade. Klock. So. Während der Untersuchung keine Polizisten töten. Ah, okay. Machen wir auch mal. Lassen wir das nur mal sein. Ja, Level 5, ja. Ich nehme mich doch schnell mit, mein Freund.
So. Ja, ich mache gerade alles Mögliche, nur nicht diese Mission. So. Okay. Nö, brauchst du nicht. Ich hau auch schon alleine ab, keine Sorge. So, wir sind gleich da. Und zwar... Ach so, wir müssen mit irgendwem reden. Na gut. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspar uns allen den Ärger. Ich hab nichts getan. So wahr mir Gott helfe. Okay, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass wir keine Polizisten töten sollen. Das heißt, Miss Evie, wir haben so viel getrunken und jetzt sagen die, ich sei ein Mörder. Och, Nigel. Ich hatte ein paar zu viel und habe mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's Maul! So. Warnung, während der Untersuchung keine Polizisten töten. Also wie soll ich ihn niederschlagen, sehe ich gerade. Na gut, dann machen wir das doch mal. Also Beweise vernichten, 3 Stück und die Polizei niederschlagen, 4 insgesamt. Okay, gucken wir doch mal uns ein bisschen in der Gegend um, ob wir hier irgendwas haben. Da unten ist ein Polizist jedenfalls, das weiß ich, das sehe ich. Warte mal kurz, ich muss mal gerade orientieren. Oh, okay. Nur niederschlagen, keine Sorge. Das heißt, das ist gerade für mich eher uninteressant. Kann ich da jetzt irgendwie rein? So, warte mal. Wo ist denn hier der Polizist hingegangen? Der ist hier. Du hast hier nichts zu suchen. Der synchronisiert. Was? Ich hab doch gar keinen getötet. Ich hab den aber nur. Ich hab den noch niedergeschnitten. Nur. Ach, scheiße, ja. Ich dachte, ja, seht das ja. Ich hab das ja nur betäubt. So, na gut. Na gut, versuchen wir es halt nochmal. Versuchen wir es halt nochmal. Lass mich auf, bitte! Einige, ne? Beeilung! Der Chief Inspector wird... Keinen Ton. Geh einfach. Haltet sie! Gut, ich bin doch in der Mission drin, alles ist gut. Ah, super.
Hört auf, auf mich zu schießen. Ach, leck mich doch am Arsch. So. Jetzt sind da noch mehr Gegner. Ach ja, natürlich. Wo kommt ihr drei jetzt angelaufen? Diese scheiß Mission, Alter, das geht. Das. Ach, Mann. Das Problem, wenn ich die nicht töten darf, dann haben wir noch den. So. Ja, machen wir es einfach anders. Dann lassen wir die Polizistei mal in Ruhe. Es gibt zwar ein bisschen extra Kohle, aber wenn es nicht anders machbar ist, dann machen wir es einfach so. Ich versuche es gerade nur so ein bisschen. Okay. Da ist noch einer. Super. Das will ich mal einfach in Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie auf uns gerade fixiert sind. Scheiße. So lebe ich auf keinen Fall. Ach, leck mich doch am Arsch. Schau mal mit deiner scheiß Schüssen. Dich darf ich ja töten, ne? Ach, das ist doch zum Kotzen, Alter. Nicht, warum darf ich die nicht? Ich muss die Mission nochmal neu machen. Wie gesagt, ach, Mann. Ernsthaft? Ich muss jetzt nochmal neu machen? Ja, ich darf die ja nicht töten. Nichts. So. Also das Ganze. Noch einmal. Ich hoffe, dass ich nur den ersten
schon habe, aber ich glaube, wir müssen es komplett nochmal neu machen. Nö, brauchen wir es. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Während der Untersuchung keine Polizei. Ich muss mal gerade kurz orientieren, wo wir hin müssen. Okay. Wir brauchen unbedingt die Tatwaffe. Haltet die Passanten fern von dem Blut. Kurz ein bisschen warten, jetzt bist du jetzt hier. Weil ich weiß, dass ich da jetzt hin muss. So, Nummer 2. Scheiße. Das wird ja jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe. Und verschwinden wir darüber. Weil ich glaube, irgendwo da liegt nämlich auch der letzte Teil, der letzte Punkt. Natürlich sind die jetzt alle auf uns fixiert. Ja, ich gucke gerade jetzt auch nicht hier mich gerade nur, wo die jetzt sind. Scheiße. Ich kann jetzt keinen Todessprung machen. Oder kann ich den Todessprung machen? Ja, nein. Leute, ihr müsst Beweise finden, bevor der Chief Inspector eintrifft. Hier ist etwas. Nein, noch nichts. Scheiße. Na, warte mal. Das dauert jetzt gerade einen kleinen Moment, bis ich hier irgendwie mal mich organisiert habe. So, ich wollte mich da hoch jetzt beeilen. Zwei und rein damit. So, komm, komm. Aufgabe erledigt. Was? Auf Weise vernichten. Hab ihn im Visier. Scheiße, das hat sich super. Ich darf natürlich keine Polizisten töten, das ist doch so ein Kotz. So, verschwinden. Ich muss mich mal gerade. Das war eine Mission, ey. Das ist zum. Der Geräuschverbrecher sieht man auf den ersten Blick. Wird dadurch das Leben von irgendwem besser? So, gute Nacht, mein Freund. Ich muss mich da erstmal den Kollegen da weglocken. Ja, wie gesagt, das ist eine etwas längere Folge. Leute.
So. So. Ja, ich muss jetzt mal wieder den Typen da weglocken. Weil ich Problem, ich weiß, dass die Pfeile da sind. Ich war ja dran an denen. So. Lass mich jetzt ein bisschen in Ruhe wieder. Okay. Ist er nicht. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe mit dir. Und jetzt kann ich hier das kurz erledigen. Den Körper verstecken. Was für ein Körper verstecken? Ach so, ja. So, die Frage ist, was mit dem, wo ich... Wo tue ich denn hin? Wo in Herrgotts Namen ist die verdammte Leiche? Ich trau dieser Frau nicht. Was macht die Frau denn da? Du kannst nicht ewig weglaufen. Ja, das kann ich schon. Ich versuche es gerade nur. Ich hab mich versteckt. Ich bin nicht da. Die Leiche war genau hier. Ich schwöre es. Wo ist die Leiche? Die Leiche ist verschwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie herumzurennen. Bleiben Sie genau da stehen, Miss. Halt! Scheiße, ey. Vor allem, die läuft auch noch vorbei, ja, an dem. So. Das war jetzt ein Polizist weniger. Ich hole mir den letzten noch, weil ich will kurz die... Ach, na, da kommt noch einer. Da kommt noch der Kollege angerannt. So. Jetzt gehe ich mal kurz eben jetzt das Versteck. Das war der. Seht ihr die da? Ich hoffe für dich, dass du weg bist. Das wird dann wehtun. So. Schon gerade gemacht. Ich habe freie Sicht auf sie. Kriegt mich doch am Arsch. Ja, toll, ich muss beim toten Ziel bleiben auch noch. Ach, geh mir! Steh mir nicht im Weg mit deiner Scheißkutsche. Vor allem, ich darf immer noch keine Polizisten töten. Ich habe noch niemandem was gemacht. Ah, steh doch nicht da im Weg. So.
So. So, jetzt bring ich wieder zu dem Koffer zurück. Polizeichef reden. Genau deshalb gibt es hier keinen Frieden. Ach, deswegen muss ich hier gerade weg. Ich verschwinde gerade mal hier. Dann spreche ich mal mit dir, Kollege. Haben Sie eigentlich irgendwelche Beweise? Was also, Sergeant? Ich glaube, Sie brauchen mindestens eine Leiche. Wir können nichts finden, Inspektor. Sie haben's wieder versaut, Sergeant. Geschafft die Mission. Nightland hat uns nicht anders verdient. Abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber die Folge war sehr, sehr lang. Ja, mal schauen. Bis dann. Tschüss.